Willkommen zum Tagessegen heute am Sonntag. Finden Sie nicht auch, dass der Glaube einem ganz viel zu kauen gibt? Wo man nicht so richtig weiß, wie soll man da weiterkommen? Und für Sie ist heute das Schriftwort ganz besonders gut, wie ich finde. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ein Brot, das muss man kauen, und zwar mit Kraft. Vielleicht fehlt uns Christen manchmal dieser Mut, lange genug auf dem Schriftwort herumzukauen. Die franziskanische Gebetstradition spricht von der Ruminatio. Ruminatio heißt, dass man wiederkäut, immer neu das Wort Gottes in den Mund nimmt und so lange darauf rumkaut, gerade wenn man es nicht versteht, bis es plötzlich einem süß wird, wie so ein Graubrot und ein Vollkornbrot, dass es am Ende dann süßer wird im Mund. Die Mühe mit dem Wort Gottes, das uns stärken will, wie Brot uns stärkt. So ist Jesus in die Welt gekommen, nicht um uns zu einem Spaziergang einzuladen, sondern um zu sagen, ich will euer Vollkornbrot sein. Beschäftigt euch ruhig mit mir, ich gebe euch eine Kraft, die, noch ein modernes Wort, nachhaltig ist. Möge der Herr selber mit Ihnen heute an diesem Sonntag sein, kauen Sie ruhig auf das ein oder andere herum, viel Geduld dabei und vielleicht schreiben Sie mir auch einmal, wenn Sie eine Erleuchtung gehabt haben, wo das Harte in Süßigkeit sich gewandelt hat. Es segne Sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.